Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 28. Februar. Von Osten her gelangt weiter sehr kalte Luft zu uns. Die kommende Nacht wird in einigen Regionen die kälteste dieses Winters. Dabei gibt es im Nordwesten weiter Schneeschauer, später nur noch in Küstennähe. Hier auch Schneeverwehungen, sonst ist es trocken, oft auch klar. Morgen ist es überwiegend freundlich mit viel Sonne und nur gelegentlich dichteren Wolken. Im äußersten Norden weiter Schneeschauer. Heute Nacht Tiefstwerte von minus 6 bis minus 22 Grad. Heute ist der Höhepunkt bzw. der Tiefpunkt der Kältewelle. Es wird wohl deutschlandweit gesehen der kälteste Tag des Jahres und die kälteste Nacht des Jahres. Die kommt erst noch. Ja, wir liegen mittendrin in der arktischen Luft. Lilaner könnten die Pfeile eigentlich gar nicht sein. Aber immerhin hat die Sonne jetzt schon ein bisschen Kraft. Wäre jetzt Januar, wäre es noch viel, viel kälter. Ja, und Sonne ist... Die Schneeschauer, die machen am Mittwoch weiter. Sie verlagern sich aber ein Stückchen weiter nach Norden. Also Nordschleswig-Holstein ist dann hauptsächlich betroffen. Ansonsten weiterhin viel Sonnenschein, etwas dichtere Wolken kann es anfangs im Osten und Südosten geben. Der Wind, wir haben das eben hier schon auch an dem Schild erkannt, der bläst weiterhin kräftig. Und Sekat-Ringenburg kann minus 22 Grad, das können wir im Westen aber locker. Ja, das ist richtig. Eine Stadt östlich des Urals schafft es nur sehr selten auf meine Wetterkarten. Aber die sibirische Kaltluft kommt aus dieser Richtung und aus diesem Grund habe ich diese Stadt auf die Karte mit draufgenommen. Regieren tut das Ganze, diese eiskalte Wetterlage, ein Hoch über Skandinavien. Und dieses Hoch sehen Sie hier über Nordskandinavien mit seinem Zentrum. Es hat zurzeit einen Luftdruck von rund 1055 Hektopascal und es holt die kalte Luft von den Polen über Russland und über Polen genau in unsere Richtung und ganz Deutschland ist unterdessen schon von dieser eiskalten Luft geflutet. Das zeigt auch dieser Strömungsfilm hier oben nochmal das Hochdruckgebiet über Skandinavien und dann diese eiskalte Luft, die aus dem Osten in unsere Richtung kommt, aber kurz auch mal über der Ostsee unterwegs ist. Your mind, lovely Lorelei. When she cries, be with me.